Willkommen zum 1. Dezember und damit Adventskalender. Ich habe so ein paar Games für euch vorbereitet. Jeden Tag gibt es lustige Ausschnitte zu einem anderen Spiel, was ich für euch so ein bisschen zusammengeschnippelt habe. Ein bisschen Unterhaltung neben den normalen Let's Plays. Ich hoffe, es wird euch gefallen und jetzt viel Spaß mit dem ersten Tag. Willkommen, meine Freunde, zum nächsten Türchen, und zwar Adventures of Shaggy oder irgendwie sowas. Vielen Dank an denjenigen von euch, der mir das irgendwann mal geschenkt hat für ein Let's Try. Ich glaube, das war's. Too Cool Gamer, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall spielen wir jetzt hier Adventures of Shaggy. Das ist so ein Platformer. Ich benutze übrigens auch zum ersten Mal hier einen Controller, einfach weil ich das mal ausprobieren wollte und ein Plattformer und wir werden einfach mal sehen, wie weit wir kommen, ne? Ohne nein! Oh man. Okay, jetzt aber mit Konzentration. Oh yeah, das war, einfach, sogar mit neuer Bestzeit, da seht ihr mal. Machen wir aber irgendetwas, was ich noch nicht hatte. Ich komme nicht mal durch den Menüscreen. So, nehmen wir einfach mal das Höchste. Das muss ja hier das Einfachste sein. Beware falling spiky dudes. Okay. Nein. Schneller! Komm schon. Zieh. Wie sie rumrudern mit ihren Armen. Und yes! Oh, sogar mit Schlüssel. Ich werde damit die Tür zu deinem Herzen öffnen. Oh. Lass mich rein. So. Nein. Geh weg. Was ist das hier? Oh, was? Was geschieht hier? Was? Nein, ich habe doch nichts aktiviert. Warum? Oh Gott. Was ist das hier? Was ist jetzt passiert? Oh, nein, geh weg! Puh. Was? Nein! Was ist geschehen? Nein! Ich hasse Plattformer! Ich mochte nur Super Meat Boy. Aber wer ist dieser Shaggy überhaupt? Und warum ist er ein Vampir? Und ich weiß nicht, was hier los ist! Nein! Oh, ich sterbe sogar, wenn ich mich selbst reinrenne. Nein! Oh, nein! Nein. Geh weg. Lass mich daran. Haha, nein. Nein. Oh, das sieht gut aus. Mach mir schnell die Tür auf, bevor irgendwas passiert. Juhu, finally. Dieses Spiel hat sich auch eiskalt geweigert, mir in Full HD sich zu öffnen. Deswegen gibt's hier nur 720p. Shaggy ist zu gut für deine höhere Auflösung. Shaggy hat keinen Respekt vor deinem Full HD-Monitor. Was ist das hier? Oh nein! Damn! Deswegen glaube ich, mache ich hier keine Jump'n'Run-Plattformer. Nein! Sachen, weil 50% meines Commentaries würde nur aus Nein bestehen. Was soll ich hier machen? Das macht keinen Sinn. Nee. Nein, das ist doof. Der Bildschirm dreht sich manchmal nach rechts, manchmal nach links. Woher soll ich wissen, in was für eine Richtung der sich dreht? Nein! Ich hasse dieses Level. Ich habe keine Lust mehr. Nein. Exit. Oh, so ein Kack. 10 Minuten oder wie lange? Oh Gott, wie lange war ich jetzt hier dran gesessen? Was für eine Zeitverschwendung. Ich hasse es hiermit offiziell. Gib mir ein anderes. It's a long way up. You'll need something careful, Schmoo. Was für... Oh nein. Ich muss mit meinen Bällen spielen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Warum heißen die eigentlich überhaupt Schmoo? Komm schon, vorsichtig. Ja, juhu. Sie machen so süße Geräusche. Nein. Oh Mist, sie fallen alle runter. Yes, es rollt in die richtige Richtung. Oh, yes. Ja, das war schon mehr nach meinem Geschmack. Kein Weltendrehen hier, seid ihr krank?
Ich mag übrigens diesen Wolkeneffekt. Sieht sehr qualitativ hochwertig aus und überhaupt nicht, als ob es mit Word erstellt worden wäre. Oh, ich habe einen besonderen Raum freigeschaltet. Den kenne ich noch nicht. Komm, gib mir. Oh, das ist auch neu. Es wird hier garantiert wärmer. Es sieht aus, als ob es ein Problem gäbe mit der Heizung an diesem Ort. Ich sollte den Boiler Room auschecken und schauen, was passiert. Oh, da tarnt sich der Vampir. Shaggy bereitet sich vor, noch ein weiteres Mal, auf das, was auch immer ihn erwarten wird im Boiler Room. Irgendwas, irgendeine Kreatur. Ah, das nächste Level, cool. Oh mein Gott. Mindfuck, ich verstehe das nicht. Ich kann die Welt nicht mehr drehen, aber die Controls sind jetzt bei den beiden spiegelverkehrt. Oh, man. Ist das tot? Nein, okay, das sind nur ein paar Eierschalen. Kein Tod, alles ist gut. Komm schon. Ich will... Spring ums Eck. Oh, das hat sogar funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr nice. Ja. Ah, ich bin so gut. Misse. Noch ein weiterer Grund, warum ich nie so ein... so ein Let's Play machen könnte. Das geht einfach nicht. Ich gebe viel zu viele komische, vulgäre Laute von mir, anstatt irgendetwas zu kommentieren, weil ich versuche, mich zu konzentrieren. Ah, yes. Oh, orangene Keys. The next level of key. Ausgezeichnet. Oh, cool. Meine Freunde sehen sogar anders aus jetzt. Was sind die? Oh, shit. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Nein. Ach so, ich muss die drei oberen befreien, damit ich hier unten auf die Dinger gehen. Okay. Spring schneller, du sexy Vampir-Irgendwas-Braut mit Muttermal und... Oh, schlecht. Warum hat sie jetzt angefangen, sich zu bewegen? Das war komisch. Ach so, weil der Schalter auch das beeinflusst. Ja, sowas muss man ja vorher wissen. Wow, das Spiel ist cooler als erwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht von so einem kleinen Shaggy-Shaggy-Game. So, komme ich jetzt ganz einfach an alle Sachen ran? Das wäre cool. Bis jetzt in jedem Level, wo ich war, gab es... Na gut, in fast jedem Level gab es irgendeine neue Mechanik. Juhu! Nein, geht weg. Geht weg. Yes. Oh yes. Oh mein Gott. Wird das ein First Try? First Try! Komm schon. Amazing. Oh yeah! Ach, schon wieder? Oh, man. Okay, jetzt bin ich gelangweilt. Was ist hier los? Nein. Ah. Ich hasse Bienen schon real life. Es reicht mir. Ich will nicht noch mehr von denen haben. Was soll das hier eigentlich? Komm schon. Ich sehe mich nicht. Wo bin ich? Hallo? Oh, okay. Diese drei Vampire da unten auf dem Boden sahen aus wie irgend so ein Muster. Ich habe das nicht als... Nein! Oh, es fängt wieder ganz von vorne an. Oh, Platforming Games. Ich liebe einfach ruhige RPGs. Ich meine, da hat man nicht so einen hohen Stressfaktor, aber da muss man so ein bisschen, also nicht immer, aber... Nein! Jetzt verschlucke ich mich auch hier schon. Okay. Ist alles einfach, das Spiel ist nicht schwer. Super einfach, einfach ein bisschen Geduld haben. Auch wenn der Controller schon schwitzig in den Händen wird, alles wird gut. Yes! Nein, nicht yes! Oh, yes! Oh! Puh. Ach so, ach, ich musste gar nicht mal so hochkommen. Okay. Mein Timing ist für die Tonne. Nein, ich habe vergessen, den am Anfang wegzubewegen.
nein, 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 alles nochmal. Okay, okay. Der erste Part, der ist einfach, okay? Okay. Kein Problem. Jetzt muss ich nur hier hin. Ja, super geht das hier. Komm schon. Yes, 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 yes. Oh, yes. Oh, hat das gedauert. Phew, ausgezeichnet. Awkward game. Was? Spin, switch to spin around? Wow. Okay. So ist, so, warte, nein, so ist das am besten. Hier habe ich meine kleine Kammer. Ich bin hier sicher. Und niemand wird mich töten wollen. Nicht mal diese wahnsinnig gewordenen Moskitos oder Mücken oder was auch immer das ist. Oh, ekelhafte Viecher. Ekelhaft. Mein Außensensor sagt, dass draußen derzeit 8,1 Grad sind. Minus 8,1 Grad. Ach ja, da sterben diese Mistviecher alle schön. Da habe ich meine Ruhe und alles ist gut und ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich hier irgendwie gleich sterben werde. Nein, nein! Okay, meine Freunde, das war's mit Shaggy. Und damit einem weiteren Türchen. Wir sehen uns beim nächsten.